Hallo Halli, ich bin's der düstere alte Knacker aus dem rostigen Städtchen irgendwo im Wienerwald. Ich bin schlecht beleuchtet und sitz im Auto und freue mich, dass du dabei bist beim Neulenkbach-Vlog. Was kann schöner sein? Gleich nach den blauen Wolken erzähle ich euch was über Erfolgserlebnisse. Das wird spannend. So ist es. Ich bin gerade am Heimweg nach einem Kundentermin und das ist so eine Sache. Da war ich, weil, ich muss mich konzentrieren, dass ich nicht was zusammenhaue, weil hier sollte Internet her. Das ist grundsätzlich überhaupt kein Problem, wenn man nicht in den Graben fährt. Allerdings ist es so ein bisschen abseits, wisst ihr, so im Wald und so. Und da war mal ein ISDN, ein alter. Und jetzt haben wir was Neues angemeldet. Das ist eine schlimme Konstellation. Wald, ehemaliges ISDN und jetzt neu angemeldet. Denn die A1, die kommen ja nicht vorbei. Die haben ja keine Hemmungen, die schicken einfach ein Packerl. Und du steckst das selber. Und natürlich, weil ich ja gescheit bin. Also die Vereinbarung war folgende. Neue Heizung. Neues Internet soll her. Nicht Heimnetzwerk. Und es soll ja WLAN hin, das wirklich funktioniert. So, das war das Konzept. Firmenkunde. Jetzt ist es so, dass dann dieses Backel gekommen ist und gesagt, bevor ich jetzt vorbeikomme, stecken Sie das einmal an, ob das synchron wird, ob das funktioniert. Und der hat das dann angesteckt, hat mir ein Foto gemacht von dem Ding und das Ding war aus meiner Sicht nicht online. Ja, also das Weltkugel war finster, sagen wir so. Ich habe gesagt, das ist jetzt nicht synchron, liegt da noch eine zweite Dose rum oder so? Weil ja ISDN war und sagt, ja, aber und überhaupt. Sag ich, okay, steck mal in die andere an und nö, nix. Na, ich komme mal vorbei, nehme das ganze Zeug fürs WLAN und Power over Internet und so weiter mit. Und dann schauen wir mal. Ist ja nichts faul. Dann komme ich her und sehe, Lampenfinster, steck das ganze Zeug einmal ab, fange schon an herumzuklemmen an den ISDN-Leitungskollegen. Ruf parallel schon die Businessabteilung von A1 an. Da hebt ernsthaft jemand ab innerhalb von 2 Minuten. Also ich bin, wow, bin ich beeindruckt. Ja, echt ratzifatzi gegangen. Unglaublich. Hebt ab. Und ich schildere ihm die Situation und er sagt mal, da war mal ISDN, ich verstehe, warum sie mich anrufen. Langes Hin und Her. Wir gucken. Und er meint, nö, also das war schon mal synchron. Sag ich, hä? Er sagt, ja, das war schon mal synchron. Sag ich, ja, aber online ist es nicht gegangen. Na, stecken Sie es wieder zurück. Okay, ich unterbreche meine Schraubungen, stecke das zurück und das Ding fängt ernsthaft zu blinken an, während der misst. Dann hat er hat er 10 Minuten rumgeblinkt. Dann ist er ernsthaft synchron geworden, aber so richtig synchron. Und dann hat der ernsthaft ein rotes Lampel bei Internet gemacht und 2 Minuten später war der online. Ich war von und zu überhaupt begeistert. Ich war wirklich begeistert. Dann habe ich meinen Power-Ethernet-Switch angesteckt und die Leitung zur Heizung und das WLAN und das hat alles zu blinken begonnen und ich war voll begeistert. Das habe ich schon im Büro alles auf Verdacht vorkonfiguriert. Also das war schon fix und fertig, wie ich hergefahren bin. Ja. Das Einzige, was ich noch machen habe müssen, ist das Ausstecken. Und das hat auf Anhieb funktioniert und die Deckung vom WLAN funktioniert so richtig im Haus. Also das funktioniert ernsthaft. Nur das mit der Heizung hat nicht funktioniert. Und dann ist den Hauseigentümer eingefallen oder aufgefallen, ja Moment mal, da leuchtet ja kein Lampen. Und das ist jetzt das Irritierende an der Sache. Da ist dieser riesige Heizkessel
Da kommt eine Netzwerkleitung, die geht in ein kleines Kastel, das heißt Internet-Gateway, und nichts hängt. Und von dem geht dann das Kabel weiter Richtung Router. Und dann haben wir gesagt, okay, pfeif drauf, ich stecke jetzt diesen Internet-Gateway ab und habe die Heizung direkt angesteckt. Und ihr werdet es nicht glauben, innerhalb von 20 Sekunden hat die IP-Adresse zu. Ich habe gesagt, also jetzt leuchtet der Lampe, jetzt geht's. Nach langem Hin und Her sind wir dann drauf gekommen, dass der Internet-Gateway notwendig ist für die Kommunikation mit der App. Ihr wisst, was ich von Apps halte. Und ohne Internet-Gateway kriege ich ab. Ist offensichtlich, dass das Ding einen Webserver eingebaut hat. Denn wenn ich die IP-Adresse dann aufrufe am PC, kriege ich eine Meldung, dass es da keine Webseite gibt. Die aber nicht vom Browser ist, sondern von dem Ding. Na gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind draufgekommen, dass der Internet-Gateway keinen Strom hat, weil nämlich die Steckdose, die dort montiert wurde, einfach nicht funktioniert. Haben wir Verlängerungskabel genommen, am Sackstück ist sofort gegangen. Mit anderen Worten, ein Riesen, 5 Minuten geredet, um euch mitzuteilen, das war ein Erfolgserlebnis, aber ein von und zu Erfolgserlebnis. Ich bin total begeistert, so stelle ich mir meinen Job vor. Und da wollte ich euch mal fragen, wie ist denn das bei euch mit Erfolgserlebnissen? Habt ihr sowas? Habt ihr das öfter? Habt ihr berufliche Erfolgserlebnisse? Und wie schauen die aus? Da würde ich mich echt über Rückmeldungen freuen. Und versteht es mir nicht falsch, das können so kleine Dinge sein, wie dass ein Kunde gelächelt hat und froh war, dich zu sehen. Oder es kann so sein, dass du gerade erfolgreich einen Atomkraftalarm gelegt hast und das jetzt vom Netz geht und nichts explodiert ist. Es interessiert mich jede Information. Es kann auch ein erfolgreiches Erstellen einer Gartenlaube sein, wenn man es überlebt hat. Ich würde mich über jegliche Rückmeldung in diesem Bereich freuen. Bitte danke. Na, ist das nicht eine schöne Zeit, wenn hin und wieder was funktioniert, wenn man gut gegessen hat? Apropos, ich esse heute nochmal. Ich habe schon zweimal gegessen und das erste Mal war nicht geschickt. Denn das erste Mal habe ich gebackenen Käse gegessen, aber nicht einen. Und auch nicht zwei, sondern sage und schreibe 3. Und die spüre ich bis jetzt noch im Magen, obwohl meine Frau intelligenterweise danach Nudeln gekocht hat. Und die Nudel an und für sich ist ja sehr kulant, was das Fettabsorbieren betrifft. Also die Nudel ist sowas, was man jederzeit essen kann, ohne grobe Probleme zu kriegen. Das ist das Konzept. Also die Nudel und der Reis, die sind die Freunde. Sie sind die Feinde, wenn man Hunger hat. Das hatte ich heute Vormittag. Dann habe ich den Käse gegessen, das war mein Freund. Und danach war er mein Feind, nachdem ich ihn gegessen habe. So ehrlich muss man sein. Ja, so läppert das dahin. Es ist wunderbar, ich freue mich. Kann mich überhaupt nicht beschweren. Ich hoffe, euer Leben ist auch nur annähernd so erfolgreich wie meines. Ich habe in den letzten Tagen viel weitergebracht. Ich bin gut unterwegs. Und die Depression kommt nur halb. Zeit. Und das ist am heutigen Tag, wo ich hier filme, eine gute Leistung, wenn ich da nicht hochdepressiv bin. Das möchte ich jetzt mal ganz klar sagen. Ja, das ist meine Meinung. Gut, ich denke gerade drüber nach. Ich habe gerade einen neuen Themenbereich, wo ich 3 Unternehmen kontaktiert habe. Apropos ein anderes Unternehmen, jetzt überhaupt nicht. Ich bin total begeistert. Ich habe 3 Unternehmen kontaktiert und habe im ersten Schritt von allen 3 eine Antwort bekommen. Aber, also, ein Unternehmen hochmotiviert, da bin ich mir nicht sicher, ob ich das so ernst nehme. Zweites Unternehmen nicht so hochmotiviert, aber das würde mich reizen, weil ich was über das Unternehmen weiß und die Personen, die dort arbeiten, die mir in die Karten spielen könnten, unter Umständen. Also, was vorteilhaft wäre. Und Unternehmen 3, da war ich sogar schon mal dort. Das ist ein bisschen spannend. Wie soll ich sagen? Das kann ich noch nicht so einschätzen.
Auf jeden Fall war das preislich sehr hoch angesiedelt und ich bin nicht so sicher, ob das preislich dann gerechtfertigt ist. Das ist so meine Sache. Ich bin ein schwieriger Hund. Und im Moment habe ich ja noch kein Spielgeld. Falls ich mal Spielgeld kriege, aus irgendeinem Grund, schaut das anders aus. Dann habe ich kein Problem damit. Da würde ich wahrscheinlich alle drei Unternehmen gemeinsam engagieren. Das würde ich wirklich gerne machen. So ein Teamwork, Brainstorming, Think Tank, Teamwork, was auch immer für schöne Worte es da gibt. Die würde ich gerne alle gemeinsam engagieren und dann würden die Fetzen so richtig fliegen. Wenn vielleicht nur zwischen denen, aber schauen wir mal. Ja, das ist so mein Konzept. Wäre sehr interessant. Huh, die Zeit ist aus. Na, so ein Pech. Dann schauen wir uns mal die Covid-Zahlen und Fakten an. Machen wir so, bevor ich noch mehr Blödsinn rede und zum Schluss noch was verrate, was ich nicht verraten soll. Das ist das Konzept. Covid-Zahlen und Fakten für den 7.4.2023. 1377 labor bestätigte Fälle, 1317 Genesene und 106,5 ist die 7-Tage-Inzidenz. Ja, das ist ja glorreich an so einem wunderschönen Tag. Kann sich überhaupt keiner beschweren. Morgen ist Samstag, der K-Samstag, stellt sich das mal vor. Da haben wir viel vor und das Kindergarten hat geschlossen. So muss das sein. In diesem Sinne, bis später, bis dann, bis irgendwann hier auf diesem glorreichen YouTube-Kanal.